Hallo, ihr Neugierigen. Es sieht danach aus, dass Lady Gaga wieder auf der Leinwand zu sehen sein wird. Der viel kommentierte Auftritt der Sängerin in dem Film A Star Is Born brachte ihr viel positive Kritik und eine Oscar-Nominierung ein, sodass es wohl nun nicht überraschend ist, dass sie an der Arbeit am Set Gefallen gefunden hat. Die neue angebliche Rolle scheint einfach ideal für Lady Gaga zu sein, denn die Teilnahme an einem Film, der von einem echten Mord an einem berühmten Modedesigner handelt, klingt aus irgendeinem Grund nach dem Geschmack der Sängerin. Bleibt dran, um herauszufinden, wie Lady Gaga sich in eine Frau verwandeln wird, die als schwarze Witwe bezeichnet wurde. Aber zuerst abonniert unseren Channel und klickt die Benachrichtigungsglocke, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Wenn ihr Fans von Lady Gaga seid, dann wisst ihr sicher, wie beschäftigt sie im Jahr 2019 war. Zunächst musste sie an allen Gala- und Preisverleihungszeremonien teilnehmen, bei denen der Film A Star Is Born nominiert wurde. Dann gab es unzählige Gerüchte über ihre Affäre mit Bradley Cooper. Denn sie sind auf der Leinwand so gut ausgefallen und die Chemie zwischen ihnen war so offensichtlich, dass die Fans einfach nicht glauben wollten, dass es im wirklichen Leben nichts zwischen ihnen gibt. Im Jahr 2019 startete Lady Gaga auch mit ihrer Make-up-Linie, trat in Las Vegas auf und kündigte das kommende Album an. Aber es sieht außerdem danach aus, dass sie auch für ihre neue Filmrolle vorgesprochen hat. Und die Beschreibung des Films klingt wirklich vielversprechend. Nun, zunächst muss betont werden, dass kein Zweifel daran besteht, dass Lady Gaga eine Modeikone ist. Daher wäre ihre Teilnahme an einer Filmproduktion, die in der Modewelt stattgefunden hat, nichts Überraschendes oder sogar etwas, das gut zu ihr passen würde. Und die Frau, die sie spielen sollte, ist ein besonderer Charakter, raffiniert, etwas rücksichtslos und geldgierig. Nun, vielleicht spielt sich die Sängerin doch nicht ganz als eine solche Frau auf. Aber für die Rolle würde sie es sicher ändern. Noch wichtiger ist aber, dass es nicht das erste Mal wäre, dass Gaga mit einer Modeikone in einer Serie in Verbindung gebracht würde. Im Jahr 2016 hätte die Künstlerin angeblich Donatella Versace in American Crime Story, der Mord an Gianni Versace, spielen sollen. Aber okay, lasst uns doch lieber endlich herausfinden, wen Lady Gaga spielen würde, damit ihr selbst entscheiden könnt, ob es eine gute Rolle für sie ist oder nicht. Erst neulich wurde bekannt gegeben, dass Lady Gaga gerade über die Rolle in einem Film über das Verbrechen in der Gucci-Familie verhandelt. Die Regie soll der legendäre Regisseur Ridley Scott führen. Im Mittelpunkt der Filmhandlung steht die Ermordung des Modedesigners Maurizio Gucci, des Enkels vom Gründer der Marke Gucci. Lady Gaga soll Patrizia Reggiani spielen, Maurizios Ex-Frau, die 1995 vor Gericht wegen der Verschwörung gegen ihren Ex-Mann und wegen des Mordes verurteilt wurde. Sie verbrachte 18 Jahre im Gefängnis und wurde 2016 entlassen. Das Drehbuch des Films wird höchstwahrscheinlich auf dem Buch von Sarah Gay Forden mit dem Titel Gucci, Mode, Mord und Business basieren. Ridley Scott wird nicht nur Regie führen, sondern den Film auch gemeinsam mit seiner Frau Janini Scott produzieren. Es scheint, dass es sich bei der Produktion um ein Projekt handelt, über das Scott schon lange nachgedacht hat. Denn die ersten Details dazu erschienen vor über etwa 10 Jahren. Doch damals kam Angelina Jolie als Patrizia in Frage. Würde sie zu diesem Charakter passen? In Wirklichkeit entstand diese Filmidee, weil die Ehefrau des Regisseurs schon seit langem darüber nachdachte, die Geschichte der Gucci-Familie und den Mord an Maurizio Gucci zu verfilmen. Dabei wollte sie die Gründung und Entwicklung des Familienunternehmens tiefer beleuchten und wie sich die Unternehmensführung in Streitigkeiten um Kontrolle und große Geldgier entwickelte. All dies passierte, als die Firma Gucci zur Corporation wurde und Domenico Del Sol und Tom Ford die Bedeutung der Marke wiederherstellten. Tja, aber darüber wollen wir heute nicht weiter sprechen, sondern über die Geschichte von Patrizia Reggiani, denn diese Frau war ein sauberes Früchtchen. Und das nur, weil sie einfach besessen war, entweder von ihrem Ehemann oder dem Geld. Oder vielleicht eher von ihrem Mann und seinem Geld. Patrizia Reggiani und Maurizio Gucci hatten zwei Töchter, aber irgendwann fand er eine andere Frau und sie konnte damit nicht leben. Später musste Patrizia operiert werden, um den Hirntumor entfernen zu lassen, und ihre Kinder machten die Krankheit für ihr Handeln verantwortlich. Aber die Medien haben ein viel düsteres Bild von Patrizia während ihres sensationellen Mordprozesses dargestellt. Sie wurde als eine heißblütige Frau beschrieben und als schwarze Witwe bezeichnet. Patrizia Reggiani wurde in einer kleinen Stadt in der Nähe von Mailand, Italien, als Tochter einer Kellnerin und eines viel älteren Mannes geboren. Der verdiente sein großes Vermögen mit Transport. Sie waren sehr reich, aber nicht reich genug, um zur Elite Mailands zu gehören. Und Patrizia liebte Geld und kostbare Dinge seit ihrer Kindheit. Der Vater verwöhnte sie mit Pelzmänteln und schnellen Autos. Und schließlich fand sie doch den Weg in die gesellschaftliche Elite. Dort traf sie auf einer Party Maurizio Gucci. Und wie sie später sagte, habe er sich unsterblich in sie verliebt, weil sie aufregend und anders gewesen sei. Und sie habe außerdem wie Elizabeth Taylor ausgesehen. Diese Frau hat sicherlich eine hohe Meinung von sich selbst, oder?
Patricia pflegte zu sagen, dass die Geschichte ihrer Ehe mit Maurizio Gucci der Geschichte von Romeo und Julia ähnlich sei. Der Grund dafür war, dass Maurizio ein Einzelkind war und sein Vater Rodolfo nicht wollte, dass er Patricia heiratet. Der Vater traute der Frau angeblich nicht und vermutete, dass sie nur scharf auf das Gucci-Familienvermögen war. Allerdings war sie selbst Erbin eines riesigen Familienvermögens. Es kam sogar dazu, dass Rodolfo den Vater von Patricia anrief, um ihm zu sagen, dass er diese Ehe keinesfalls bewilligen würde. Doch Patrizias Vater war nur beleidigt und lud Maurizio in sein Haus ein. Schließlich, als beide 24 Jahre alt waren, heirateten Patricia Reggiani und Maurizio Gucci im Oktober 1972. In den nächsten 10 Jahren war ihre Beziehung ziemlich idyllisch und es schien wirklich ein Segen für beide zu sein. Sie bekamen 2 Töchter, Alessandra und Allegra. Der Wendepunkt in ihrer Beziehung, an dem alles begann, schief zu gehen, war der Tod von Maurizios Vater im Jahr 1983. Damals kam es zu schlimmen Familienstreitigkeiten und ihre Ehe zerbrach. Patricia und Maurizio ließen sich 1984 scheiden. Das hielt jedoch Patricia nicht davon ab, Maurizio nicht mehr mein Mann zu nennen. Und nun springen wir zum Jahr 1994 über. Da gab Patricia bekannt, dass sie sich Sorgen darüber mache, was mit ihrem Anteil und dem Anteil ihrer Töchter am Familienvermögen geschehen würde. Sie gab zu dieser Zeit auch bekannt, dass sie ihre Autobiografie schreibe und meinte, dass die Art und Weise, wie sie Guccis Familie darstellen würde, nicht schön wäre. Außerdem nannte Patricia, als sie über Familienangelegenheiten sprach, Maurizio immer noch ihren Ehemann, obwohl ihre Ehe bereits 10 Jahre zuvor beendet worden war. Und natürlich verheimlichte sie ihre negativen Gefühle gegenüber der Frau nicht, mit der ihr Ex-Mann jetzt verheiratet war. Und sie nannte sie immer diese Frau. Maurizio Gucci lebte damals mit Paola Franci und ihrem Sohn aus der früheren Ehe zusammen. Diese Beziehung führte er 5 Jahre lang bis zu seinem Tod und die beiden hatten Heiratspläne. Aber am 27. März 1995, als Gucci die Treppe in sein Privatbüro hinaufging, gaben 2 Killer 4 Schüsse ab und der Mann war auf der Stelle tot. Die Polizei wusste sofort, dass der Mord von Profikillern begangen wurde. Dies lag an der Präzision der abgefeuerten Schüsse, der Kaltblütigkeit der Täter und an der Art und Weise, wie sie den Hausmeister des Bürogebäudes zunächst schwer verletzt und dann erschossen haben. Und wie sie dann ruhig den Tatort verlassen haben und in Mailands Verkehr eingetaucht sind. Und wegen all dem vermutete die Polizei, dass es sich wahrscheinlich um erfahrene Killer im Dienste der Mafia handelte. Und bei den Ermittlungen wurde eben die Ex-Frau von Gucci eingeschlossen. Die Polizei fand heraus, dass Patricia darüber verärgert war, wie Gucci die Angelegenheiten des Unternehmens handhabte und dass er das Unternehmen verkaufte. Und natürlich war sie auch über seine neue Partnerin verärgert und darüber, dass sie heiraten wollten. Beim Prozess wurde eine Telefonaufnahme vorgelegt, in der Patricia Maurizio davor warnte, dass sie ihm das Leben zur Hölle machen würde. Tatsächlich war ihre Verbitterung gegenüber ihres Ex-Mannes allgemein bekannt, ebenso wie die Tatsache, dass sie heimlich nach einem Mörder suchte. Patricia bat sogar ihre Putzfrau um Hilfe und konsultierte einen Anwalt. Sie fragte ihn, was passieren würde, wenn sie ihren Mann loswerden würde. Tatsächlich gab sie dies vor Gericht und in zahlreichen Interviews zu. Sie behauptete jedoch, sie habe ihn bloß für einige Zeit loswerden wollen und habe sogar da jemanden gebeten, dies zu tun, aber dann habe sie ihre Absichten verworfen. Doch in Wirklichkeit war dies nicht der Fall. Es stellte sich heraus, dass niemand besser über Patricias Absichten Bescheid wusste als ihre Beraterin und Wahrsagerin Pina. Diese Frau zog tatsächlich zu Patricia Reggiani ein, um ihr zu helfen, ihr Buch über die Beziehung zu Gucci zu schreiben. Patricia brauchte Hilfe, denn sie hatte das Gefühl, dass sich ihr Gedächtnis nach der Gehirnoperation verschlechtert hatte und dass sie nun Hilfe bräuchte, um sich an einige der Ereignisse zu erinnern. Patricia behauptete, sie habe keine Ahnung gehabt, dass Pina einen Mörder gefunden habe. Sie sagte auch, dass sie erpresst wurde, $365.000 für den Mord zu zahlen. Aber zu den Beweisen gegen sie gehörte ein Eintrag in ihrem Tagebuch, genau an dem Tag, an dem Gucci getötet wurde. Es enthielt ein Wort: Paradies. Patricia bestritt später, dass es sich da um eine Form der Feier gehandelt habe, obwohl sie zugleich zugab, dass sie sich erleichtert gefühlt habe, als sie vom Tod ihres Mannes erfahren habe. Sie sagte auch, dass Paradies nur eine Idee für den Namen ihrer nächsten Villa gewesen sei. Die Frage ist, hat die wahrsagerische Freundin vorhergesagt, dass ihre nächste Villa das Gefängnis sein würde? Und obwohl die Medien die ehemalige Lady Gucci in Schwarze Witwe umbenannten, gab Patricia den Mord an ihrem Mann nie zu. Im November 1998 wurde sie jedoch zu 29 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Frau lehnte sogar die erste vorzeitige Entlassung im Jahr 2011 ab, weil die Bedingung dessen war, dass sie eine Arbeit finden muss. Aber Patricia sagte, sie habe noch nie in ihrem Leben auch nur einen einzigen Tag gearbeitet und habe nicht die Absicht, damit anzufangen.
In einem Interview mit The Guardian nach ihrer Freilassung im Jahr 2016 sagte Patrizia Reggiani, sie habe im Gefängnis geschlafen, sich um die Pflanzen und das domestizierte Frettchen gekümmert, was ein besonderes Privileg gewesen sei, das von ihrem Anwalt ausgehandelt worden war. Leider habe sich eine andere Gefangene versehentlich auf das Tierchen gesetzt und das sei sein Ende gewesen. Und obwohl Patrizia, nachdem sie das Gefängnis verlassen hatte, Konkurs angemeldet hat, war das Erste, was sie machte, Shopping in luxuriösesten Geschäften. Heute behauptet Patrizia Reggiani, sie wolle, dass ihr Ruhm endlich verblasse, zumindest wegen ihrer Töchter. Und als sie in einer italienischen Fernsehsendung gefragt wurde, was sie davon halte, dass Lady Gaga sie darstellen würde, sagte sie, sie habe davon aus den Medien gehört und es gefalle ihr überhaupt nicht. Sie erklärte, dass sie zwei Töchter habe und es ihr nicht gefiele, dass sie die Tragödie ihres Vaters noch einmal durchleben müssten. Und nun wieder zurück zu euch. Wie findet ihr diese Geschichte? Und Patrizia? Ist ihre Lebensgeschichte gut für einen Film geeignet? Das Drehbuch schreibt sich wie von selbst, oder? Glaubt ihr, dass Lady Gaga eine gute Wahl für die Darbietung von Patrizia Reggiani ist? Schreibt uns eure Meinung in den Kommentaren und denkt daran, unseren Channel zu abonnieren. Gefällt euch diese Episode? So teilt sie mit euren Freunden. Bis zum nächsten Mal.